Um das PK-Field zu verlegen, habe ich mir in einem Teilbild eine DWG eingelesen und im anderen Teilbild verlege ich das PK-Field. So sieht das jetzt aus. Ich habe hier wieder den Grundriss aktiv, hier die Animation und hier die Seitenansicht. Ich gehe wieder in meine Bibliothek, hole mir mein PK-Field heraus. Einmal noch prüfen, ob die Optionen so passen. Und ich möchte in dem Fall mein Beschriftungsbild gleich mit dem Subpart ablegen als Makroform. Bevor ich jetzt damit beginne, zeige ich noch einmal kurz, dass ich auch hier den Drehwinkel verändern kann mit 90 Grad und minus 90 Grad. Beziehungsweise ich kann das Ganze auch spiegeln, was man anhand des Textes jetzt sehen kann. Ich hole mir die richtige Form. Bei Streifenfundamenten sind es meistens die Seitenansichten. In dem Fall sage ich den Typen von U und refreshe mal alles, damit hier überall saubere Daten herauskommen. Ich habe jetzt die Höhe 1 von 50 cm, Breite 2 wieder 50 und Höhe 2 wieder 50 cm. Das ergibt ein Gesamtmaß von 1,50 m. Das wird hier im Umfang ausgegeben. Wenn ich von 2,40 m jetzt 1,50 m abziehe, habe ich einen Rest von 90 cm, der mir hier angegeben wird. Der Umfang wird berechnet aus diesen drei Daten, die entstammen von hier oben. Ich kann also die Höhe hier verändern oder hier. 50 cm passt. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Dämmung hinzuzufügen oder eben nicht. Ich kann die aber nicht ausschneiden. Die wird einfach noch komplett hinzugefügt oder nicht. Ich setze das Ganze mal hier ab und habe hier jetzt den Griff, um die Y-Abmessung zu verlängern. Ich könnte aber auch hier eine Länge eingeben, sagen wir mal 10 Meter, und dann sehen wir, dass das Ganze hier jetzt genau auf 10 Meter ausgelegt wurde. Aber ich verlege das jetzt bis zu diesem Punkt. Ich möchte eine Überlappung haben. Ich habe 43,396 m verlegt. Mit einer Überlappung von 10 cm wäre das aber in Wahrheit eine Verlegung von 45 m. Ich gehe aber ein bisschen auf Nummer sicher und sage mal 16 cm. Ich weiß, dass es bei 15 so ist, aber um ein bisschen einen Aufschlag zu generieren, gehe ich hier auf 16 cm. Dann habe ich 46,28 m hier verlegt. Hier in der Animation sehe ich gleich, was ich verlegt habe und wie das Ganze ausschaut. Hier schauen wir auch mal in die Seitenansicht. Wunderbar. Und jetzt kontrollieren wir noch den Text. Den setze ich vielleicht besser hier ab. Und dieses Fundament möchte ich auch noch angeben. F.27, das ist die Zugehörigkeit. Und jetzt speichere ich das Ganze ab. Das ist meine Position 1. Speichern und schließen. Das nächste PK-File wird mir gleich vorgegeben und ist an der Maus. Möchte ich das nicht, kann ich das Ganze mit Escape abbrechen. Ich möchte es aber, scroll mal kurz weg zu diesem Bereich hin, scroll hin, verschiebe mit der mittleren Maustaste das Ganze. Jetzt gebe ich zum Beispiel keinen Drehwinkel ein, tippe hier 0 ein. Und jetzt wird das Ganze hier gedreht. Und jetzt setze ich vielleicht dieses PK-Field hier ab. Wo ist es? Ich könnte jetzt entweder hier den Griffpunkt holen oder ich zoome nochmal hin. Oder gebe hier in der Länge einfach mal 1 m ein und bestätige mit Enter. Und jetzt kann ich das Ganze per Griff bis hierher ziehen. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob hier ein L-Form ausgewählt wird, aber da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Aber auch so, sowas ist möglich. Das Einzige, was ich jetzt verändern könnte, dieses Fundament könnte ein anderes sein. In dem Fall F31, würde ich mal sagen. F.31. Und ich bestätige wieder und schließe das Ganze. So, halt, wo haben wir es beschriftet? Die Beschriftung ist jetzt hier oben. Die setze ich jetzt hier daneben hin. Mit einem Doppelrechtsklick kann ich auch die Einstellungen von einem vorherigen PK-File übernehmen, damit ich nicht immer die Bibliothek überspeichere. So, und jetzt könnte ich wieder eingeben 90 Grad oder beziehungsweise mit der Position 1
minus 90 Grad und ich starte hier und ziehe das Ganze bis dann vorne hin. Die Beschriftung setze ich vielleicht jetzt hier ab. Die F31 stimmen ja wohl und dann schließe ich das Ganze. Ja, also mache ich vielleicht noch hier dieses Fundament. Jetzt weiß ich nicht, das wird die Wand sein, das Graue. Das ist der Streif, das ist die das Streifenfundament. Wie breit ist es? Oh, ich bin zu faul zu rechnen. Ich messe es mir schnell raus. 1 Meter ungefähr. Also auch das kann ich jetzt hier eingeben. Drehwinkel wieder 0. Die Breite auf 1 Meter gesetzt. Die Höhe habe ich wieder 50 cm. Es könnte aber auch ein Höhenversatz drin sein. Dann könnte ich zum Beispiel, wir sehen es hier, bevor ich es ablege, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, wir haben eine Höhe von 0,70 in der Höhe 1. In der Höhe 2 ebenso, deswegen sage ich gleich hoch und bestätige einmal. Und dann könnte ich jetzt noch sagen, einen Höhenversatz von Z-Verschiebung in minus 0,20. Minus 0,20 war 2 und jetzt wäre das zum Beispiel höhenversetzt, falls das sein müsste, mache ich das Ganze und jetzt wird mir hier schon vorgeschlagen, hey, in der Vorgabe, ich würde dir vorschlagen, nimm hier die Position 2, aber du kannst auch eingeben, was du möchtest. Wenn ich das übernehme, kann ich das Ganze wieder abspeichern, nochmal speichern und schließen. Ja, die Position 2, die möchte ich vielleicht noch etwas verschieben, dass ich sage, hierher. Und schließe das Ganze wieder. Ja, mit der Füllfläche überdecke ich vielleicht ein bisschen zu viel. So. Und dann haben wir hier das Ganze schon wieder hier verlegt. Das kann ich natürlich jetzt ewig beliebig fortsetzen. Die Länge ist nicht nötig. Also die Länge ändert nichts daran, dass es dasselbe Bauteil ist, solange man in der Seitenansicht ist. In der Draufsicht schon.